Ich freue mich, dass ihr wieder bei mir eingeschaltet habt. Ich bin Nicole von Nicoles Zuckerwerk. Heute öffnen wir schon das 21. Türchen des YouTube Food Adventskalenders, an dem ich natürlich dieses Jahr wieder teilnehme. Heute verbirgt sich hinter meinem Türchen eine 3D-Tannenbaumtorte, wie ihr ja auch schon im Thumbnail gesehen habt. Ich möchte euch heute nämlich zeigen, wie man relativ einfach diese Torte herstellen kann und vor allem auch mal ohne Fondant. Es schreiben mir immer so viele, ob ich nicht mal was ohne Fondant machen kann, und heute zeige ich euch mal eine Tannenbaum-Variante ohne Fondant. Wir starten jetzt auch los. Ich habe mir als erstes Papierschablonen zugeschnitten und damit starten wir jetzt los. Ich habe mir zuallererst eine Tannenbaumform ausgeschnitten. Hierzu habe ich mir das Papier einfach in der Mitte zusammengeknickt und habe mir hier einen Tannenbaum in den Maßen 15 x 25 cm abgemessen und auch ausgeschnitten. Dieser Tannenbaum diente mir in erster Linie dazu, um meine runden Kreisschablonen jetzt auszumessen, dass diese auch richtig schön passend sind. Das untere Maß waren 15 cm, deswegen habe ich mir jetzt einen Radius von 7,5 cm ausgemessen. Dann habe ich alle 5 cm mir den Radius meines Tannenbaumes gemessen, um meine Kreisschablonen auf dem Papier zu erstellen. Denn diese Papierschablonen, die schneide ich jetzt noch gleich aus, um sie später zum Ausschneiden meines fertig gebackenen Kuchens zu verwenden. Anschließend habe ich mir natürlich noch ein Cakeboard aus einer 0,5 cm dicken Kapa-Platte ausgeschnitten. Im nächsten Schritt zeige ich euch, wie ich die Deko gemacht habe. Die habe ich ausnahmsweise doch aus Fondant gemacht, weil es einfach auch ein schönes Material ist. Vor allem, weil es auch fest wird. Und bei dieser Deko, die sollte fest werden, also die solltet ihr mindestens 24 Stunden liegen lassen, damit sie schön fest wird, damit ihr sie nachher auch problemlos aufdekorieren könnt. Ich habe diese Deko schon einen Tag zuvor gemacht und so hat sie wirklich einen Tag gelegen, war richtig schön fest und ich konnte sie auch richtig schön aufdekorieren. Vor allem auch der Stern, der ganz oben auf der Tannenbaumspitze sitzt. Wie ich die Deko gemacht habe, das zeige ich euch jetzt. Als erstes habe ich den Stern, der auf der Tannenbaumspitze sitzt, hergestellt. Hierzu habe ich etwas gelben Modellierfondant genommen. Modellierfondant erhaltet ihr, wenn ihr Fondant mit etwas CMC verknetet. Habe das natürlich mit einem passend entsprechenden Ausstecher ausgestochen und mit essbarer goldener Puderfarbe noch angemalt. Als nächstes habe ich die Zuckerstangen gemacht. Hier nehme ich mir einfach etwas weißen, roten und rosafarbenen Modellierfondant, rolle mir das jeweils zu Schlangen. Die rote und die rosafarbene, die rolle ich etwas dünner wie die weiße. Und lege die Farben jeweils einmal rechts und einmal links
von der weißen Schlange an, drücke das fest, rolle das nochmal zusammen. So dass sich einfach die drei Farben miteinander verbinden. Und verzwirbele das Ganze dann gegeneinander und so erhaltet ihr ein schönes Zuckerstangenmuster. Natürlich habe ich mir dann auch die Zuckerstangen auch geformt und zurechtgeschnitten und anschließend auch zum Trocknen auf die Seite gelegt. Als nächstes mache ich verschiedene Geschenkpäckchen, die ich vor meine Torte dekoriert habe. Hier nutze ich einfach meine Ausrollhölzchen, um mir meinen Modellierfondant ein bisschen eckig zu formen. Hier könnt ihr natürlich auch andere Dinge, wie zum Beispiel auch Bauklötze verwenden, um das Ganze auch ein wenig eckig zu formen. Damit das Ganze noch etwas kantiger wird, habe ich das rundherum noch mit einem scharfen Cuttermesser abgeschnitten. Und nehme mir dann meine Fondantpresse, in der ich vorne einen ganz kleinen Lochaufsatz habe und presse mir hier einen dünnen Strang raus, denn das ergibt nämlich die Schleife meiner kleinen Geschenkpäckchen. Das Ganze klebe ich natürlich mit Zuckerkleber fest. Wie ihr Zuckerkleber herstellt, das findet ihr in der Infobox. Für die kleine Schleife obendrauf lege ich mir einfach hier eine Schlaufe, drücke das an den Verbindungspunkten etwas fest und nehme mir dann das andere Teil und lege die zweite Schlaufe oben drüber. Drücke natürlich auch dies in der Mitte fest, kürze das Ganze und so habt ihr auch eine kleine Schleife für euer Geschenkpäckchen. Und auch dieses wird selbstverständlich mit dem Zuckerkleber angeklebt. Im nächsten Schritt zeige ich euch den Kuchen und den Fruchtspiegel, den ich hier für diese Torte hergestellt habe. Bei beiden ist es auch ratsam, macht das ruhig schon einen Tag zuvor, denn der Fruchtspiegel, der muss ja fest werden, der muss gelieren, der muss dann noch mehrere Stunden entweder in den Kühlschrank oder in den Eisschrank, damit es auch richtig schön fest wird, damit man auch nachher mitarbeiten kann. Bei dem Kuchen ist es auch so, wenn er mal 24 Stunden gelegen hat, kann man ihn auch viel besser durchschneiden, wie wenn man ihn ganz frisch schneidet. Ich habe hier mein klassisches Wunderkuchenrezept genommen, was ich euch jetzt nicht mehr in diesem Video gezeigt habe, denn das kam schon in so vielen Videos drin vor, falls ihr mich schon öfters gesehen habt, beziehungsweise gibt es darüber auch ein Extra-Video. Es ist zwar ein sehr altes Video, aber nichtsdestotrotz verlinke ich euch das jetzt mal in die Infocard, wenn ihr euch die Zubereitung dieses Teiges nochmal angucken möchtet. Die ganzen Informationen, also das Rezept in Schriftform und auch die ganzen Produkte, die ich verwendet habe, Lebensmittelfarbe etc., das verlinke ich euch natürlich hier unter dem Video in die Infocard.
Ich habe meinen Kuchenteig in der anderthalbfachen Menge vorbereitet und nehme mir dann mein Backblech, auf das ich etwas Backpapier gegeben habe, meinen eckigen Backrahmen, den ich mir entsprechend meiner Schablone natürlich ausgezogen habe. Bei mir hatte er jetzt ein Maß von 32 x 19 cm. Ich habe das Ganze noch mit einer Alufolie fixiert. Das müsst ihr natürlich nicht, aber bei meinem Backrahmen ist es so, wenn der Teig dort drin ist, dann drückt er sich immer wieder auseinander. Und damit er natürlich nicht auseinander geht, sondern so das Maß behält, habe ich die Alufolie zur Stabilisation meines Backrahmens einfach drumherum gegeben. Hier habe ich dann den Teig hineingefüllt und habe meinen Kuchen natürlich gebacken. Für den Fruchtspiegel habe ich mir entsprechende Schälchen rausgesucht, die von der Größe her super für meinen Tannenbaum auch passten. Habe dann das Ganze mit Frischhaltefolie ausgelegt und anschließend natürlich das Fruchtpüree zubereitet. Hier habe ich jetzt 250 Gramm gefrorene, aufgetaute Himbeeren mit 50 Milliliter Granatapfelsaft und 7 Gramm Agatine in einen Topf gegeben, habe das Ganze aufkochen lassen, das muss nun 2 Minuten köcheln, anschließend püriert und natürlich in die Förmchen gegeben. Ich habe das Ganze nun etwa 2 Stunden gelieren lassen. Dann könnt ihr das rausnehmen, in die Folie einpacken und in den Kühlschrank geben. Ich habe nun alles vorbereitet. Meine Deko hat 24 Stunden getrocknet und ist jetzt richtig schön hart, dass ich sie später problemlos aufdekorieren kann. Mein Kuchen habe ich gestern Abend gebacken, genauso auch die Fruchteinlage, die ich gestern Abend zubereitet habe. Die hatte ich jetzt über Nacht im Kühlschrank und jetzt ist sie richtig schön kalt und fest und ich kann sie jetzt gleich zum Füllen meines Kuchens problemlos verwenden. Was ich mir hier noch zubereitet habe, ist eine italienische Meringbuttercreme, wozu ich euch jetzt auch hier oben das Video verlinke. Da klickt einfach mal vorbei und dann könnt ihr euch die Zubereitung dieser Buttercreme auch mal anschauen. Alles nachlesen, auch die Mengenangaben, die ich hierfür verwendet habe, das schreibe ich euch genauso wie das Wunderkuchenrezept hier alles unten in die Infobox. Ich habe jetzt hier meinen fertig gebackenen Kuchen, die entsprechenden Papierschablonen, die ich mir ja am Tag zuvor auch ausgeschnitten hatte. Dann habe ich die italienische Buttercreme, die ich mir natürlich farblich passend auch in grün eingefärbt habe. Den Fruchtspiegel, der jetzt auch über Nacht richtig schön kalt und fest geworden ist. Und natürlich das Cakeboard, was ich mir ja auch am Tag zuvor aus der Kaperplatte ausgeschnitten habe. Ich habe mir zuallererst den Kuchen mit Hilfe meiner vorbereiteten Papierschablonen ausgeschnitten. Diese dienten jetzt wirklich dazu, dass ich das auch richtig schön ordentlich ausschneide, dass der Zusammenbau meiner Torte auch von den Proportionen richtig schön auch passt. Dann habe ich mir natürlich auch noch den dunkel gebackenen Deckel und auch den Boden meiner Kuchen abgeschnitten.
einmal in der Mitte durchgeteilt, war dann alles soweit vorbereitet, sodass ich meinen Kuchen dann auch stapeln konnte. Wir starten hier natürlich mit dem Cakeboard. Hierauf gebe ich etwas Buttercreme aus dem einfachen Grund, dass mein unterster Kuchenboden jetzt auch hier drauf kleben bleibt. Bei dem größten Kuchenteil habe ich den Boden nicht abgeschnitten, denn den lege ich jetzt als alleruntastes, nämlich auch auf das Cakeboard auf. Gebe hier jetzt eine dünne Schicht Buttercreme drauf. Die ich auch natürlich anschließend verteile. Hierauf kommt jetzt einer meiner Fruchtspiegel. Ich hatte übrigens von den größeren Fruchteinlagen zwei gemacht, also falls ihr euch wundert, ich habe nur einen davon verwendet. Die Ränder habe ich dann mit etwas Buttercreme wieder aufgefüllt. Dann kam das zweite große Kuchenteil obendrauf. Hierauf kommt wieder etwas Buttercreme, dann das nächst kleinere Kuchenteil. Buttercreme, anschließend ein kleinerer Fruchtspiegel und so habe ich mich bis ganz oben hin vorgearbeitet. In das ganz kleine hier oben habe ich in der Mitte keine Fruchteinlage mehr hineingelegt. Hier habe ich einfach nur etwas Buttercreme aufgestrichen. Jetzt muss der Kuchen erstmal für etwa eine Stunde in den Kühlschrank, damit er fest wird, damit wir ihn nämlich im Anschluss auch zurechtschneiden können. Ich habe mir hier ein gezacktes Tomatenmesser genommen und habe dann von oben nach unten schräg meinen Kuchen so lange zurechtgeschnitten, bis er eine richtig schöne, gleichmäßige Tannenbaumform hatte. Die Reste, die bei diesem Kuchen entstehen, die müsst ihr übrigens nicht wegwerfen. Entweder nascht ihr sie direkt gleich auf oder ihr friert das Ganze ein, um sie später zu Cake Pops zu verarbeiten. Dann habe ich den Kuchen rundherum mit einer Schicht Buttercreme eingestrichen. Diese dient in erster Linie natürlich zur Krümelbindung. Der Kuchen wird wesentlich stabiler durch eine Schicht Buttercreme und ich habe auch eine Basisschicht für meine Dekoration, die ich dann nämlich auch jetzt gleich dann aufspritze. Direkt im Anschluss habe ich meine Torte mit Hilfe einer kleinen Sternentülle mit der Buttercreme den kompletten Kuchen dekoriert. Thank you.
An Deko habe ich einfach verschiedene Zuckerperlen genommen, die ich hatte. Hier könnt ihr natürlich ganz variabel sein und das nehmen, was ihr habt, was euch natürlich auch gefällt. Damit habe ich meinen Kuchen einmal rundherum dekoriert. Wichtig ist natürlich, dass ihr die Torte noch nicht im Kühlschrank hattet. Das heißt, dass die Buttercreme noch weich ist, damit eure Zuckerperlen und Dekosachen nämlich hier nun auch wunderbar drauf kleben bleiben. Meine Zuckerstangen, die waren jetzt auch richtig schön fest und konnten problemlos natürlich auch aufdekoriert werden. Ich habe meine Torte dann zum Festwerden wieder in den Kühlschrank gestellt und habe dann mich um die Deko meiner Tortenplatte gekümmert. Ich wollte ganz gerne, dass es aussieht, als würde die Torte auf Schnee stehen. Und hierzu habe ich 200 Gramm Puderzucker genommen und habe hier etwas Wasser hinzugegeben und das Ganze verrührt. Hier müsst ihr allerdings darauf achten, dass ihr euren Zuckerguss nicht ganz so weich macht, damit er nicht von der Tortenplatte fließt, sondern dass er eher eine feste Konsistenz hat, so wie ihr das hier jetzt auch seht. Ich habe den hier so grob auf der Tortenplatte verteilt. In der Mitte habe ich nicht ganz so viel hingegeben, weil hier wird ja jetzt die Torte hingestellt. Damit das Ganze jetzt noch ein bisschen wie Schnee aussieht, habe ich rundherum Kokosraspel gestreut, habe dann meine kleinen Geschenkpäckchen aufdekoriert. Und natürlich noch mit Hilfe von etwas Buttercreme auf die Tannenbaumspitze den Stern geklebt. Im Anschluss habe ich meine Torte noch mit etwas Puderzucker bestäubt, damit es aussieht, als hätte es frisch geschneit. Und ich habe auch noch etwas essbaren Glitzer rundherum aufgepudert. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Ich hoffe natürlich, meine Torte hat euch gefallen. Wenn ja, zeigt es mir doch mit einem Däumchen nach oben. Die anderen YouTuber, die an diesem Adventskalender teilgenommen haben, beziehungsweise noch teilnehmen, es folgen ja noch 3 Türchen, die verlinke ich euch natürlich alle in die Infobox. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr auch dort mal reinschaltet und vorbeiklickt, denn jeder hat nämlich richtig tolle Sachen extra für euch vorbereitet. Ich wünsche euch jetzt wunderschöne Weihnachten, genießt die Feiertage, lasst euch reichlich beschenken und verwöhnen und wir sehen uns vor Silvester noch das ein oder andere Mal und bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit. Macht's gut! Tschüss!